Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverant. Oh, guck mal, mein... Pferd? Was zum Henker macht mein Pferd da? Also es wurde halt vom Kuman letzte Folge abgeschossen, das weiß ich. So, wir sind gerade noch dabei. Den Standort der Ketzer ausfindig zu machen. Wir sind an einigem vorbei. Jetzt sind wir hier. Also lief ich in das Biestesschlund. Und an der Straße sah ich die Wohnstätte der Apostel Petrus und Andreas. Ich war hungrig, also nahm ich. Dann verließ ich ihr Haus und erblickte zwei weinende Witwen. Ich weinte mit ihnen und sie ließen mich in ihren Schatten ruhen. Das dürften die beiden Weiden hier sein, wovon ich jetzt ausgehe. Hier, wir haben hier eine Weide und hier eine Weide. Hier sind sogar zwei Weiden, na drei Weiden sogar. Also ich gehe davon aus, dass er die meint. Eventuell auch auf der anderen Seite. Daher müssen wir jetzt weiterlesen. So, natürlich ist jetzt der... Oh, so. Dann verließ ich... Genau, ich lief weiter am Rand der Welt. So, sah die Rippen des großen Leviathans am Meer. Dann fand ich zwei Brücken über den Fluss Jordan und Satan versuchte mich auf die rechte Seite zu locken. Doch ich durchschaute seine Täuschung und wählte die andere Seite, also da, wo wir jetzt sind. Da endlich sah ich es, das Tor zum Garten Eden, reich an Blättern. Es wurde von Männern aus Stroh bewacht, doch sie sahen, dass ich ein guter Christ war. So. In meinen Augen... Och, jetzt machst du nicht mehr Dauerlauf? So. Es sind ja zwei Brücken, ne? So, wir blieben auf der linken Seite und hier. Stroh. Also irgendwo hier bin ich der Meinung. Muss das dann ja sein. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. Es könnte... Wenn ich die Provinz verlassen will, muss ich Herrn Ratzig um Erlaubnis. Okay, geben. Da kann man nicht lang. Er reist am Rand weiter. Ja. Hier vielleicht? Da ist Stroh. Interessanter Ort entdeckt, genau. Da ist ja noch mehr Stroh. Schock, ich hätte jetzt irgendwo hier erwartet. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ach, hier, guck mal, da. Da ist doch auch noch ein Weg mitten rein, wenn ich das jetzt richtig sehe. Mal gucken, wo genau. Ja, beim Bildstock. Okay, beim Bildstock. Also hier. Dann geht aber irgendwie hier ein Weg hinein. Oder? Hatte ich mich jetzt getäuscht? Nee, hier geht tatsächlich eine Art Weg hinein. Da ist doch nix. Weiter komme ich nicht. Und mehr ist hier doch auch gar nicht drin, ne? Nee. Es tut mir ja leid. Aber jetzt seid ihr down.
Denn ich muss Jagen hochbekommen und wenn ihr schon mal hier rumrennt, kann ich euch auch gleich zu Fall bringen. Wie gesagt, tut mir irgendwo leid, aber Jagen neu und Hirsch innerein. Nee, oder? Brauchen wir Hirsch innerein oder Reh innerein? Hirsch leb. Hey, können wir denn schon innerein? Mir war so, als wenn wir das noch gar nicht können. Ich muss mal ganz kurz Fertigkeiten. Jagen ist auf 11. Schlachter. Stimmt, auf 10. Wir können es ja theoretisch schon. Okay, Agilität. Leichte Rüstung? Nein. Spotter. Wenn dein Kampf erfolgreich ausweicht, sinkt die Moral des Gegners. Wenn du eine Plattenrüstung trägst, fällt es dir im Kampf leichter Angriffen aus. Wenn du keiner. Nee, haben wir leider nicht. Wir haben Plattenrüstung an. Tut mir wirklich leid. Ist aber leider so. So. Okay. Wie gesagt, aus Stroh. Könnte auch hier sein. Hä? Da. Also ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es sich dabei wirklich darum handelt, hier irgendwo ein Versammlungsort und Stroh bewacht. Wir haben ja einmal die. Dann haben wir hier die Strohmänner. Haben wir hier hinten noch Strohmänner? Weiß ich gar nicht. Nee. Also ich hätte jetzt wirklich gesagt, das ist hier. Aber da kommen wir nicht weiter, da kommen wir nicht weiter. Also muss es doch eigentlich hier in dem Wald sein, oder? Aber wo? Ah, wir können ja gucken, ob wir vielleicht... Okay, noch ein bisschen. So. Okay, Hund, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Bleib stehen. Such. Mal sehen. Such. Gucken, ob du was findest. Das ist jetzt halt interessant, ne? Kannst du hier irgendwas finden? Irgendwas sehen? Irgendwas Interessantes? Ich kann nicht alles stehen und liegen lassen. Hier ist einfach nichts. Es tut mir so leid. Aber wie kann hier noch eins rumrennen? Wir haben ja diese eine Quest, wo wir auch Innereien brauchen, ne? Hier Heinrichs Meister, warst du das? Reinnereien, 8-mal. Das sind Hör, ach ja, wir haben ja, das ist ja Hirschfleisch. Und Hirschinnereien, na toll. Bringt uns also nicht wirklich was. Außer unsere Jagdkunst. Wie gesagt, ich hätte, oh, warte mal. Hier. Oder? Nee. Ich kann nicht sagen, wo das hier, wo hier gemeint ist. Ich würde sagen, es ist hier. Irgendwie. Irgendwo hier. Aber wo genau? Da steht jemand. Mit einem Schwert in der Hand. Geld! Ich will dein Geld! Das geht ganz schnell. Was ist los? Wow. Komm her, du Weichei. Aua. Er ist gefährlich, er ist gefährlich. Mit dir wische ich mir den Arsch ab. Aha.
Du kriegst von mir einen Fußtritt. Weggucken. Danke. Was war denn das? Das war eine... Was ist denn das hier? Ein Flankenschnabel? Aha. Okay. Das ist ein Streitkolben auf dem Stock. So, und was hast du für Waffen dabei gehabt? Wo sind denn deine? Da. Du hast zwei Händer. Okay. Gefährte ist mal schon ziemlich voll gepackt. Wir müssen leider Gottes ein bisschen was jetzt schnell reinpacken. Und dann müssen wir... 20? Was tragen wir? Müssen wir mal gucken. Das weiß ich nämlich jetzt auch gerade nicht. Warum haben die Kuman-Sachen? Achso, nee, wir hatten noch Kuman-Sachen, ne? So... Das wiegt, glaube ich, noch nicht wirklich was. Oh, was wollte ich noch mal gucken? Das hier, was tragen wir da? Was tragen wir denn da noch mal? Das ist die Leib. Na ja, okay. So, weg damit. Jo. Toll. Ich überlege wirklich gerade, ob wir nicht einfach nochmal... Also, das Tor, okay. Wo könnte das noch sein? Zwei Brücken. Ja. Haben wir gehabt. Ah, euch brauchen wir nicht mehr. Ihr seid Rehe. Ihr seid Hirschfleisch. Wir brauchen Rehfleisch, wenn dann überhaupt. Und Rehinnereien. Er wollte sie auf die rechte Seite holen. Wir haben ja jetzt hier eine Brücke. Und da hinten eine Brücke. Ah, hier. Das sind doch die Doppelbrücken, oder? Okay, das sind die, meiner Meinung nach, Doppelbrücken. So. So, dann verließ ich das Haus. Ich lief weiter am Rand der Welt und sah die Rippen der großen Leviathans am Meer. Das ist das Meer. Da war ja auch was Kaputtes drin. Dann fand ich zwei Brücken. Da sind wir jetzt. Über den Fluss. Versuchte mich auf die rechte Seite zu locken. Doch ich durchschaute seine Täuschung und wählte die andere Seite. Da endlich sah ich es, das Tor zum Garten Eden, reich an Blättern, es wurde von Männern aus Stroh bewacht, doch sie sahen, dass ich ein guter Christ bin und ließen mich hinein. Dies waren die letzten Worte. So, das bedeutet, wir sind ja hier an sich richtig. Die Frage ist, er sah, das wäre ja dann, warte mal, der Hund bellt, wenn der Hund bellt, ist da was. Wenn der Hund bellt, ist da was. Ein Nest. Du hast ein Nest entdeckt. Oh, du bist aber ein Netter. Du hast ein Nest entdeckt. Da ist aber leider nur eine Groschen drin. Finde ich jetzt nicht so schön, aber okay. Danke dir, Hund. Was haben wir noch an Nahrung dabei? Können wir dem Hund die Forellen geben? Ich weiß es halt nicht. Und? Forelle? Sieh mal was ganz. Die ist nicht mehr frisch. Ich weiß also nicht, ob er sie isst. Aber anscheinend. Schon. Okay. Gut.
Also, wir bleiben auf der linken Seite. Ja. Da hinten ist ein Lager. Aber ist auch auf der rechten Seite des Flusses, oder? Ah. Wer du bist. Interessanter Ort. Ja? Und es kann nichts schief gehen. Was? Was ist denn? Du siehst mir wie jemand aus, der nichts gegen ein kleines Abenteuer hätte. Und so jemanden suche ich. Es ist so. Ich weiß, wo sich ein Schatz befindet. Naja, Schatz klingt zu spektakulär. Es sind vielmehr versteckte Wertsachen. Und dieses Wissen teile ich mit dir für einen gewissen Preis. Okay. Ja, komm, Gewehr. Ausgezeichnet. Ist mir egal, gib mir einfach. Aber ich würde gerne mit dir handeln. Wenn du schon hier rumrennst. Aber der Händler rennt weg, ne? Okay. Irgendwo hier. Am Rand. Also das ist hier natürlich eine geniale Wiese mit schön viel Kräuter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo ein Durchweg... Uah, ich habe mich wieder festgebackt. Oder nicht? Gut. Gott sei Dank. Okay. Er lief am Rand der Karte lang. Und dann erblickte er es. Ich weiß nur nicht, was er erblickte. Aus Stroh. Bewacht aus Stroh. Ja. Die einzigen, die ich aus Stroh erkennen konnte... sind diese Wächter hier. Da hinten sind noch mal Wächter. Könnten sein. Also da sind ja auch noch mal welche, ne? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre viel zu offensichtlich. Also ja, okay. Hier ist doch zumindest ein Weg. Hm. Hier, oh. Bin ich wohl richtig. Okay. Okay, ich hätte jetzt gesagt, das wäre hier oben und nicht hier, weil er ist ja vorbei mit den beiden Brücken, nicht auf die rechte, sondern blieb auf die linke, ging am Rand entlang und dann durch Tor. Naja, okay, der ist komisch gelaufen. Oh, ein Kreuz. Okay. Ein schönes, handgeschnitztes Kreuz. Hm. Jemand aus dem Dorf könnte es kennen. Okay, haben wir auch absolviert. Ich mag den Suchmodus gerade immer mehr. Okay. Weil Hundi fängt an zu Belly. Das ist geil. Also ist auf jeden Fall... Okay, gut. Wir haben den Treff... Was? Du hast noch mehr? Nee. Wir müssen nach Uschütze. Okay, ich würde aber keinen ausliefern. Jetzt ernsthaft, ich liefere keinen dem WK aus. Das könnte das... Egal wie... Oh, ich dachte schon wieder, da würde schon wieder einer rum. Schon wieder einen interessanten Ort entdeckt. Haben wir diesmal? Ein Grab. Oder? Öffnen. Banditengrab, okay. War doch ein Bandit, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe einfach nur aufgemacht und alles eingepackt. Ja. So wie so ein Lootstaubsauger. Alles meins. So, wir gehen mal. Ich weiß gar nicht, was ist das da? Was ist das da? Das da? Da sehe ich noch nichts. Okay, wir gehen mal. Auf jeden Fall hier rein. Ich muss mal gucken. Ich glaube, beim Krämer
beim Bäcker und bei der Schenke können wir das Fleisch verkaufen. Würde ich jetzt mal annehmen. Die Rüstung können wir im Notfall in die Kiste packen. Damit unser Pferd wieder leer ist. Upsi. Genau. Und dann verkaufen wir das in Privilab. Ihr wisst schon wo. Kann mir mal einer sagen, wo es hier reingeht in das dumme Dorf? Hier gibt es so viele Nichtwege. Mit wem quackeln wir denn jetzt? Ja, das bin ich. Stimmt, wir können ja hier mit den ganzen Leuten noch quackeln, ne? Kennst du da was? Maria. Rüden! Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Interesse ist jetzt das falsche Wort. Ich suche nach dem Besitzer dieses Kreuzes. Weißt du zufällig, wem es gehört? Nein, weiß ich nicht. Aber frag doch den Pfarrer. Er segnet alle Kreuze im Dorf. Danke, werde ich tun. Mach's gut. Na gut, das hätte man sich wohl denken können, wa? Hi, Hund. Mal eben überlegen. Da ist der Krämer, der hat aber nicht viel Geld gehabt, ne? Ah, wunderschön. Ich glaube zumindest, dass sie nicht viel Geld gehabt hat. Was haben wir denn an Nahrungsmitteln? Wir haben noch Reh dabei, das ist... Oh ne, wir haben nur einmal Hirschfleisch dabei. Gib mir mal ein bisschen hier Innereien. Hirschleber. Oh, die sind aber wertvoll, okay. Ja. Ich sag ja, sie hat nur 40. Die Forelle wird verkauft. Der Wein wird verkauft. Hirsch wird verkauft. Wenn wir beide verkaufen, sind wir schon gut dabei. Hundeschmalz. Wein. Was verkaufen wir ihr denn noch? Honig war unendlich haltbar, ne? Unendlich haltbar. Macht nicht viel satt, gibt aber ein bisschen Energie. Egal, wird verkauft. 15 Äpfel brauchen wir definitiv nicht. Auch dich nicht und dich. Im Notfall essen wir halt, ne? So, und da wir euch mögen, machen wir das so. Ja, dann kriegen wir nämlich doppelt Ruf. Ab zum Bäcker. Backwaren. War das hier? Ne, hier. Da ist nämlich irgendwo, muss ja auch der Pfarrer hier rumrennen. Wunderschön. Wie viel Geld hast du denn? Wir holen uns noch mal ein wenig Fleisch. Hallo? Das sollte ausreichen. Hoffe ich doch mal. Einen wunderschönen guten Tag. Zu deinen Diensten. Danke. Ich würde gerne mit dir handeln. Ich würde gerne... Ah, du hast ja noch weniger. Hier, guck mal. Ich verkaufe dir zweimal Innereien. Wie wär's denn damit? Zweimal leckerli Hirschinnereien. Und schon bist du... So, wo ist denn der Pfarrer? Ist er wieder hier bei der Kneipe? Da sitzt er. Du gibst ihm nichts. Gott sei mit dir. Auch mit dir. Lass uns handeln. Du hast zumindest 150. Nimmst mir also zumindest mal ein bisschen mehr ab. Ja, ist okay. Hast du... Nee, du hast kein extra Geld, ne? Du und Dings teilt euch ein... Ja, okay, ihr teilt euch. Hast du noch irgendwelche Neuigkeiten? Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Nichts Außergewöhnliches, Gott sei Dank. Okay. Haben wir das auch schon mal geklärt? So, dann haben wir ja hier noch einen Händler. Ein wunderschön. Ich hoffe, ich... Lass mal handeln. Du hast 59. Ist er auch? Ist jetzt nicht viel. 20 nimmst du auf jeden Fall, ne? Ja, du nimmst aber auch... Hier, guck mal.
Machen wir den Ruf. Machen wir doch den Ruf jetzt hier ein bisschen höher. Weiß gar nicht, warum er so niedrig ist, unser Ruf hier. Zu deinen Dienst. Bei den ganzen Händlern. Oh, oh, oh. Oh, da können wir alles verkaufen. Uff. Okay, da fangen wir doch mal an. Das, was wir dabei haben. Hier, guck mal, ich habe noch ein Schwert. Hochwertig. Oh, die behalten wir. Guck mal, ein Langstreckenpfeil kann weg. Ich glaube, ich weiß nicht, ob unser mehr hat, was wir haben. Ich glaube, ja. Also, wenn das Einhand... Ja, doch, müsste mehr haben. So, haben wir noch Rüstung. Wir haben noch den Helm, den wollte ich noch, die Silbersporren. Was haben wir denn für welche an? Ich weiß es gar nicht. Wir haben Goldsporen an. Okay, weg damit. Der Silberring kann weg. Euch auf alle Fälle. Also, du kriegst gleich noch mehr. Mach dir mal keine Sorgen. Du kriegst gleich noch ein bisschen mehr. Aber wir wollen natürlich gucken. Hier, Hirschleder brauchen wir nicht. Wir brauchen das Hundeleder. Das brauchen wir. Den Verband brauchen wir nicht. Den Rest würde ich tatsächlich erstmal so behalten. Und dann, mein Guter, gibt es bei unserem Gefährten noch etwas? Den Rest packen wir dann in die Truhe. Aber wenn wir hier schon mal sind, können wir natürlich hier auch ein bisschen abgreifen. Das kommt wohin? Ich würde sogar sagen, wir verkaufen dich, dich, dich und hiervon noch einer, oder? Davon brauchen wir nicht mal ansatzweise so viel. Komm, wir verkaufen. Wir behalten 4 Stück. Und dann würde ich noch mal gerne mit dir handeln. Ja, wir machen hier nicht ganz so viel Geld, wie mit, wenn wir bei den Händlern, wo wir schon gut wohlwollend sind, machen. Aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm gerade, weil wir erwirtschaften ja jeden Tag plus in unserem Dorf. Und jetzt eben noch parallel. So, machen wir noch ein bisschen so Geld. Wobei wir eigentlich mehr als genug Geld haben, muss man jetzt einfach so sagen. Also ich würde sagen, uns... Stimmt, wir haben ja noch die Verträge, die müssen wir noch aushandeln, glaube ich. Das ist, glaube ich, noch ein extrem wichtiger Punkt. Hier kommen die Einbeere, verkaufen wir jetzt auch. Der Rest passt eigentlich, ne? Jo. Wir haben hier schon wieder einen 100er Dietrich. Oh Mann, Mann, Mann. Guck mal. Unser Ruf ist verbessert. Wir konnten alles loswerden. Ne, Hund? Also eigentlich, ich wüsste jetzt persönlich nicht, warum wir jetzt noch in irgendeiner Form hier groß... Ist das unsere Truhe? Ja. Sachen sparen sollten. Also theoretisch können wir alles Geld, was wir haben, auf den Kopf hauen. Muss man jetzt einfach mal so sagen, ne? Ja, weg damit. Den Rest behalten wir. Hier, wir haben wieder 110k. Lass doch einfach hier mal ein bisschen was weg. Ah, wir haben vergessen, die zu verkaufen. Nee. Konnte ich die nicht verkaufen? Bin ich mir jetzt unsicher. Da bin ich mir jetzt gerade wirklich unsicher. Müssen wir nochmal gucken. Aber wir haben doch... Irgendwo hatten wir einen Wolfszahn. Da bin ich mir sicher. Hier, Wolfszahn. So. Konnten wir die nicht verkaufen? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir die nicht verkauft bekommen würden. Deswegen ganz kurz nochmal rein. Nur schauen. Also es wird mich wirklich massiv wundern.
Naja, habe ich einfach nur verpeilt. Tatsächlich. Weg damit. Okay. Schneiden, Tränen in die Augen treiben und Freudentränen, wenn ihr sie kostet. Okay, ja, mit diesem Zitat machen wir jetzt hier Feierabend. Daher danke fürs Zusehen und Schüttelü. Laubblütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs und hat gesoffen wie ein Lord.